Willkommen zum letzten Talk beim Open Infrastructure Orbit und About Freedom. Vic und ich, wir haben schon diesen Space eröffnet und jetzt liegt es an uns auch, das Ganze wieder rund zu machen und abzuschließen. Beim RC3, der unter besonderen Voraussetzungen stattgefunden hat, wir wissen alle, es ist gerade Pandemie und es gibt Kontaktbeschränkungen. Und die ganze Veranstaltung ist so eine Mischung aus Remote und Live-Talks geworden. Das waren ganz besondere Voraussetzungen, die wir hier hatten. Und wir haben, glaube ich, da eine tolle Veranstaltung draus gemacht und wollen euch jetzt mit ein paar Zahlen beglücken und vielleicht auch noch mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern, was wir alles getan haben, damit das hier über die Bühne gehen kann. Unser erstes Meeting fand schon im August statt, als wir überlegt haben, was kann man tun, wollen wir was tun, wollen wir irgendeine andere Veranstaltung? Lasse es im Bild. Ja, ist der letzte Talk, da kann man alles machen hier. Genau, alles egal, Hauptsache es ist im Stream und wir haben unseren Spaß dabei. Also unser erstes Meeting hat im August bereits stattgefunden, als wir uns überlegt haben, wollen wir was machen, wenn ja, in welche Richtung soll es gehen, und das war auch lange, lange noch unklar, was nun tatsächlich genau passieren wird. Und seit Oktober haben wir dann tatsächlich wöchentliche Meetings gehabt mit steigender Frequenz zum Ende hin. Am Ende haben wir uns fast täglich irgendwie in irgendeiner Form getroffen und Dinge besprochen und geregelt und geplant und geübt. In dem ganzen Zusammenhang haben wir über 300 E-Mails mit unseren Speakern gewechselt, um sie zu trainieren, um sie darauf vorzubereiten, wie das Ganze hier passieren wird, vor allem Trainings vereinbart für diejenigen, die das remote gemacht haben. Und was schon ein bisschen rekordverdächtig erscheint, wir hatten einen Aufbautag. Wir haben hier die ganze Bühne in einem Tag aufgebaut. Natürlich haben wir ganz viel remote auch geübt und probiert, aber hier vor Ort hat alles an einem Tag gestanden. Das hat natürlich nicht bedeutet, dass das Ganze sofort funktioniert hat. An Tag 1 stand zumindest schon mal die Technik. Wir haben auf Knöpfe gedrückt und wussten nicht genau, was passiert. Am Tag 2 waren wir dann schon so weit, dass wir in unseren Streams eigene Hintergrundbilder für die Talks hatten. An Tag 3 haben wir dann endlich die Pausenmusik im Infobeamer-Stream aktivieren können. Und an Tag 4 waren wir dann tatsächlich so weit im Flow, dass wir spontan Sessions hosten konnten. Wir haben noch nach Talks gesucht für einen abgesagten Talk heute, haben dann auch noch spontan was gefunden und durchführen können. Und vielleicht, Vic, kannst du uns noch ein paar Zahlen nennen, was wir hier alles geleistet haben. Wir dachten, vielleicht schön, das irgendwie noch zusammenzufassen mit so ein bisschen irgendwie Dinge, die man schön zählen kann, ein paar Zahlen für euch. Also wir hatten 20 Talks mit insgesamt 11 Stunden Vortragszeit. Wir hatten 6 Workshops mit 6 Stunden Vortragszeit, was ich glaube schon mal einfach so an insgesamt Content ein ganz guter Output ist. Das hat bis Tag 3 zu 21 GB an Recordings geführt. Damit das Ganze verantwortungsvoll und sicher durchgeführt werden konnte, haben wir 82 Schnelltests durchgeführt. Also wir hatten hier Covid-Schnelltests. Wir hatten 93 Check-ins in 5 Tagen. Wir waren so ungefähr 20 Leute auf diese 20 Tage verteilt. 93 Check-ins. Wir haben ungefähr 180 Lampen eingestellt, die hier zu diesem Lichtgewitter Sorgen führen konnten, was wir hier hatten. Wir haben 2 Dia-Projektorlampen zerschossen. Wir haben 3 Flaschen Flächendesinfektionsmittel verbraucht, 6 Flaschen Handdesinfektionsmittel. Wir hatten insgesamt 6 Stunden VR-Gespiele am Stück. Also fragt sich so ein bisschen. Eine Person hat 6 Stunden am Stück VR gespielt. Okay. Eine Person hat den Counter der gespielten Stunden schon recht hoch gespielt. Und ich weiß auch gar nicht, ob danach noch besonders viel gespielt wurde. Aber das war sehr beeindruckend. Und da haben wir gemerkt, der weiß, was er tut. Wir hatten unzählige Cues, ganze Lichtsysteme gebaut. Ich glaube, gestern oder vorgestern Abend noch eine eigene Lightshow zu Musik im Stream, weil wir hier sonst nichts mehr irgendwie zu tun hatten und dachten, warum eigentlich nicht? Und nachdem wir verstanden hatten, wie es funktioniert. Genau. bisschen Spieltrieb. Die Engelstunden zählen wir noch viele, sehr viele.
keine Ahnung. Unsere Maps und die angebundenen Maps bestehen aus 572 Dateien mit insgesamt 81,3 Megabyte, davon 16 JSON-Files mit insgesamt 24,6 Megabyte, was vielleicht auch einfach nochmal Erwähnung finden muss, wie krass aufwendige Karten hier unser Maps-Team gebaut hat, die auch einfach sehr schön aussahen. In den Karten wurden 1939 URLs verlinkt und davon 1911 bei der Flipdot-Steuerungsmap. Wir hatten 26 Startpunkte und 25 Jitsi-Räume. Wir hatten einen Telepräsenz-Roboter, den man per Jitsi-Chat steuern konnte. Wir hatten drei Webcams mit 2D auf 3D fluoreszierender Tape-Art. Also wir hatten so 2D-Objekte in 3D-Sachen reingeklebt. Da kann man auf dem Twitter-Account vom Open Infrastructure Orbit auch ein paar Bilder sehen, wie das dann in echt ausgesehen hat. Ja, genau. Wir hatten auf die Pixel genau gezählt, 3427 Pixel, händisch ausgemalt hier von der Bühnendekoration, weil das Thema war ja so ein bisschen die 2-Welt in die 3-Welt auch fließen zu, 3D-Welt auch fließen zu lassen und deshalb genau hatten wir hier so ganz viel Deko. Das war es eigentlich auch schon an Zahlen, die wir euch erzählen können. Und ich weiß nicht, hast du noch was? Sonst habe ich noch die Danksagungen auf dem Zettel. Ja, wir hatten insgesamt drei Winkelkatzen im Einsatz. Zwei stehen hier. Die dritte war im Workshop-Bereich und hat dort tapfer durchgewunken. Genau. Den Telepräsenz-Roboter haben wir bereits erwähnt. Er steht auch hier. Ich weiß nicht, ob man ihn im Kamerabild sehen kann. Er steht gerade mitten im Raum. Nee. Aber doch jetzt eine Kamera neigt sich. Da ist das Schätzchen. Ist aber auch schon länger nicht mehr gefahren. Man weiß nicht genau, ob ihn noch jemand gerade beherrscht, ob noch ein Geist in ihm sitzt. Aber er steht sehr schön im Bild. Also. Ja. Ja, genau. Viel mehr haben wir eigentlich auch gar nicht zu berichten. Wir müssen natürlich noch Danke sagen beim Chaos Computer Club, insbesondere beim VOG, die extrem krasse Arbeit geleistet haben, hier eine so große Online-Konferenz auf die Beine zu stellen und überhaupt erst möglich zu machen. Wir müssen auch Danke sagen beim Holzmarkt. Wir sitzen hier in Sälchen vom Holzmarkt und nur weil die so nett zu uns waren, konnten wir das hier überhaupt alles machen und konnten diesen Raum hier benutzen mit super krasser Ausstattung. Das ist eine ganz, ganz tolle Location. Wir bedanken uns beim RC3 MetaWorld Team und bei allen anderen, die seit Jahren schon die Free Software dafür gebaut haben, die wir hier mitbenutzen. Also natürlich alles, was hier irgendwie an Video- und Lichttechnik, also in Videotechnik vor allem passiert, das sind im Prinzip einfach zusammengesteckte Open Source Dinge und ich finde trotzdem mega cool, in was für einer Qualität wir hier Videostreams produzieren konnten, quasi nur mit Open Source Software, das heißt bei allen Menschen, die das über Jahre aufgebaut haben, denen sei an dieser Stelle gedankt. Wir bedanken uns nicht bei Dieter Nuhr, der hier sonst seine Fernsehshow aufnimmt und dessen Lichttechnik wir mit benutzt haben. Und viel mehr haben wir eigentlich auch nicht zu berichten. Ja, jetzt liegt es an uns. Wir müssen jetzt die Laptops zuklappen und jetzt nochmal richtig anpacken, dass wir das alles hier wieder abbauen. Genau. Deshalb für die von euch, die mal bei Talks reingeschaltet haben, schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass so viele Leute Fragen gestellt haben, dass das geklappt hat, dass man hier ein Gefühl gekriegt hat, boah, da ist irgendwo da draußen, gibt es Menschen, die zuhören und es ist nicht völlig egal, was hier passiert auf der Bühne. Vielleicht nur ein kleiner Hinweis. Alle Talks, die hier auf der Bühne gelaufen sind, wir arbeiten daran, dass wir die Talks als Recordings dann veröffentlichen. Die werden in wenigen Tagen, denke ich, auf media.ccc.de erscheinen. Und dann könnt ihr das auch alles nochmal nachschauen. Genau. Deshalb bleibt zu Hause, bleibt gesund und hoffentlich sehen wir uns in einem Jahr wieder in Leipzig.